Kraft und Sie Gamings am Start. Heute mit einem weiteren Video für euch. Heute geht es um die PlayStation Plus Spiele des kommenden Monats, also Monat November. Und ja, ich habe mir einfach gedacht, ich mache ein kurzes Infovideo für euch, für den einen oder anderen, der immer noch nicht Bescheid weiß, welche Spiele jetzt im nächsten Monat kommen werden, weil aktuell sind es drei. Also ja, nicht ganz drei, eigentlich sind es drei, aber sind nicht genau drei, weil das eine Spiel ist halt für die PlayStation 5 und wird am 19. November mit dem Release für die PlayStation 5 direkt im PlayStation Plus Store ja, frei sein, also for free. Das Spiel nennt sich Bugsnax und ist halt so ein Adventure-Spiel. Aber wir kommen jetzt einfach mal zu den Spielen für die PlayStation 4 Zocker unter euch und da würde ich sagen, Video geht los nach dem Intro. So Leute, das allererste Spiel für die PlayStation 4 für den kommenden Monat November wird sein Mittelerde Schatten des Kriegers. Das Ganze ist ein Action-Adventure-Spiel und wurde am 10.10.2017 released. Kam für die PlayStation 4, für die Xbox One und für die ja, PC-Spieler unter euch. Also Mittelerde Schatten des Kriegers ist halt die Fortsetzung des Open World Action Adventures Mittelerde Mordor Schatten und erzählt die Geschichte des Waldläufers Taljen und des elbischen Rachegeistes Celebrimbor weiter. Die zwei Protagonisten stellen sich in Mordor Sauron entgegen, der mittlerweile wieder eine körperliche Form erlangt hat. Ihre neueste Waffe ist ein Ring der Macht. Schatten des Kriegers ist geschichtlich zwischen Handlungen des Hobbits und des Herrn der Ringe angelehnt. Ja, das beliebteste Nemesis-System des Vorgängers wird verfeinert und erweitert. Sie können nun eigene Gefährten und Armeen anwerben und auf geflügelten Untertieren durch Mordor fliegen. Also klingt erstmal vielversprechend. Wie gesagt, das Ganze ist ein Action-Adventure und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das ab nächsten Monat kostenfrei im PlayStation Plus Store runterladen. PlayStation Plus Store. So, jetzt aber mal zum zweiten Game für euch im Monat November und zwar wird sein Hollow Knight. Also das Spiel nennt sich Hollow Knight, ist ein Action-Adventure-Spiel, wurde am 24.02.2017 released, kam raus für die PlayStation 4 und für die Switch und natürlich auch für die PC-Spieler unter euch. Hollow Knight ist ein Action-Adventure, das in einer Welt voller Insekten oder insektenartiger Wesen spielt. Der Titel bietet eine Mischung aus Erkundung, Kampf und Jump-and-Run-Passagen. Die Geschichte dreht sich um titelgebenden Hollow Knight, also um den titelgebenden Hollow Knight und die düstere, heruntergekommene Welt, dessen Geheimnisse man nach und nach erkundet. Also das klingt schon mal vielversprechend. Ich glaube, das werde ich mir mal runterladen. Und Leute, ihr könnt natürlich selbst entscheiden, ob ihr beide runterladen werdet oder nur eins. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, wie ihr das Video findet und ob ihr das schon wusstet. Und wenn ihr weiterhin solche, ich sag mal, Informationsvideos haben wollt, dann erst recht kommentieren und natürlich auch vielleicht, wenn ihr noch nicht ein Abo dagelassen habt, würde ich mich wirklich darüber freuen, wenn ihr auch ein Abo dalassen würdet. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim Zocken und ich bin erstmal raus, euer Kraft. Ciao.